Das sind die Nachrichten vom Dienstag, dem 27. Juli 2010, und um diese Themen geht es in dieser Ausgabe. Immer noch 13 Personen im Spital nach dem Zugunglück. Der Daniel Albrecht ist noch nicht richtig in Topform und Kritik an einem eventuellen vierten Parklabel. Schön, seid ihr mit dabei. Die Untersuchungsstelle Bahn und Schiff haben noch keine Hinweise, warum der Zug von der MGB am Freitag entgleist ist. Das haben sie am Montag an der MK gesagt. Drei Experten vom Bund haben den entgleisten Wagen untersucht. An den Achsen, Spurweite und Spurkränze sind alles normal, hat der Chef von Experten, der Walter Kobelt, gesagt. Weitere Untersuchungen sind noch im Gang. Am Unfallort haben wir auch die Schienen gemessen. Auch ausgewertet hat man den Fahrdatenschreiber. Die Daten tut man dann mit den Abgaben vom Lokführer vergleichen. Am Dienstagnachmittag sind immer noch 13 Verletzte hospitalisiert gewesen. Der Daniel Albrecht hat nach seinem schweren Sturz immer noch konditionelle Probleme. Durch den Sommer hat er vor allem Konditionstraining gemacht, als Basis für das Wintertraining. Wie der Fischer erklärt hat, sei das Grundtraining im Vergleich zum Vorjahr besser verlaufen. Trotzdem habe er Probleme mit dem Gleichgewicht. Sein persönliches Ziel sei es, beim Ski-Weltcup-Auftakt Sölden zu starten. Ein Comeback in einem internationalen Skizirkus sei aber vermutlich erst in 2 bis 3 Jahren realistisch. Der Bund prüft zurzeit ein neues Parklabel mit dem Namen Agglomerationsparks. Nicht nur Umweltverbände sind dagegen, auch für Andreas Weissen, Geschäftsführer vom Netzwerk Schweizer Park, ist die Situation mit dem vierten Label zu undurchsichtig. Weil man bald doppelt so viele Parks in der Schweiz hat wie eigentlich vorgesehen, hofft man eher auf die Erhebung von öffentlichen Mitteln. Der Anstoß für ein mögliches viertes Label hat der Kanton Aargau gegeben. Das sogenannte Wasserschloss, eine Aue und Flusslandschaft, soll besser vermarktet kommen. Die Zeichen für die Hausarztmedizin stehen im Moment schlecht. Für zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, will man die Leistungen von einem Arzt auf mehr Schultern verteilen. Besonders dafür geeignet ist die Begleitung von chronisch kranken Patienten. Hier kann die medizinische Praxisassistentin MPA viele Aufgaben übernehmen. Das Problem, die Ärzte können diese Betreuungsleistungen von einer MPA bei chronisch Kranken nicht abrechnen. Die Verbindung von einem Schweizer Arzt will im Herbst den Kassentarifvorschlag unterbreiten. Ob die Kasse auf den Vorschlag von der FMH einsteigend, ist allerdings noch offen. Ebenfalls umstritten bleibt, ob diese Lesung der auch die erwartete Entlastung der Hausärzte bringt. Letztendlich ist die Kernaufgabe des Hausarztes immer noch die richtige Diagnose zu stellen und eine entsprechende Therapie zu etablieren. Eine Tätigkeit, die auch in Zukunft nicht abdelegierbar ist. Laut dem Bundesamt für Energie, BFE, fehlen in der Schweiz seit Jahren die Überwachungsreglemente für die Staumauern. In diesem Reglement ist dokumentiert, wie die Arbeiter die Stauanlagen bedienen und überwachen. Im Wallis existiert nicht eines dieser Konzepte. Man darf daraus aber keinen Sicherheitsmangel ableiten. Von dem entgegenzuwirken, stellt der Bund jetzt mehr Leute und schafft an einer neuen Informationssoftware, die das Erfassen und Überprüfen von diesen Überwachungsreglementen vereinfacht. Der Marc Bors ist der neue Rektor von der Universitären Fernstudie Schweiz. Er ist der Nachfolger von Paul Volken und übernimmt sein Amt am 1.August. Der Stiftungsrat hat euch den neuen Vizerektor bestimmt. Es ist der Ulrich Frauenfelder. Am Montagnachmittag ist auf dem Wanderweg Britannia Platien oberhalb von Saas Fee ein 20-jähriger deutscher Tourist ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem Kollegen unterwegs. Neben dem Wanderweg haben sie überstürzend das Gelände in Brüffel gegangen. Der 20-jährige Mann ist dabei ausgerutscht und ca. 100 Meter im Brickheit. Er ist noch am Unfallort gestorben. Im Kanton Waadt ist eine kantonale Volksinitiative für die Abschaffung von einer Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer nicht stand gekommen. Auch im Wallis gibt es genügend reiche Leute, die von einer Pauschalbesteuerung profitieren. So kehrt das Wallis zu einem Spitzenreiter zusammen mit den Kantonen Genf und Waadt. Für den eidgenössisch diplomierten Stier- und Treuhandexperten Reto Werlen ist die Pauschalbesteuerung im Wallis ein wichtiger Bestandteil von der Wirtschaft. Darum geht er davon aus, dass diese Art von einer Besteuerung in nächster Zeit nicht abgeschafft kommt. Wenn man vom Fall ausgeht, dass die reichen Ausländer ordentlich die Steuern zahlen, verliert der Kanton Geld. Auf der anderen Seite wären aber wahrscheinlich 90% von diesen Personen gar nicht im Wallis, wenn wir die Pauschalbesteuerung nicht hätten. Die Suche nach Nervenkitzel kommt immer grösser. Beliebt für das sind vor allem die Fun-Sportarten. Wie die Psychologin Gertrud Inalbon sagt, verursacht der Nervenkitzel oder sogenannte Kick nur ein kurzes Wohlbefinden. Um das Gefühl immer wieder zu erleben, die Leute die Suche laufend intensivieren. Das ist ein Phänomen von der modernen Zeit und der vielen Freizeitangebote. Wenn man Eier, Mehl und Wasser mischt, dann gibt es etwas wie einen Teig. Wenn man Sonne, ein bisschen Wolken und ein bisschen Regen von oben mischt, dann gibt es das Wetter, das wir zurzeit im Wallis haben. Ob die Rezeptur in den nächsten Tag bleibt, das schauen wir zusammen im Walliswetter an.
Der gecheckte Himmel über das Allgäste zeigt, es war durchzogen im Wallis, die Sonne hat sich aber doch gleich immer wieder gezeigt. Also der Mittwoch ändert nichts gross an der Rezeptur, es bleibt durchzogen, die Sonne zeigt sich ganz selten mal, vorwiegend haben wir ein wolkiges Bild. Gerade gegen das Zahlitzgebiet und im Gumps sind die Wolken noch ein bisschen dichter. Die Temperaturen zumindest kommen wir nicht mehr vor wie im Bachofen. Im Runental gibt es Spitzenwerte von 25 Grad, im Aletschgebiet 15 Grad, im Gums 21 Grad und im Saastal 18 Grad. Und wenn wir thematisch gerade beim Rezept sind, bleiben wir da. Wir sehen, es müsste ein ziemlich gutes Rezept sein. Es bleibt nämlich am nächsten Tag schön ähnlich. Gerade gegen das Wochenende tut es wieder ein bisschen auf. Am Samstag gibt es dann wieder Spitzenwerte von über 25 Grad. Genug vom Essen und dem Rezept geredet, hinter der Ofen stehen und selber etwas Feines kochen und ja, es ist schon Zeit. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit.